Liebe Kinder und liebe Eltern, mit diesem kurzen Film wollen wir einen Überblick über die WP1-Wahl geben. Genauere Informationen zu den angebotenen Fächern gibt es in einer weiteren Vorstellung. Die aktuellen Termine gibt es als Übersicht in der Schulcloud und sie werden von den TutorInnen im Klassenteam als Datei abgelegt. WP steht für Wahlpflicht. Es bedeutet, dass ihr aus einem Angebot an Fächern einfach auswählen könnt. In diesem Fach werden wie in Deutsch und Mathematik und Englisch Tests geschrieben. Deswegen zählt für viele Abschlüsse das WP1-Fach auch wie Mathematik, Englisch und Deutsch als Hauptfach. Zur Wahl stehen Fächer aus unterschiedlichen Bereichen, nämlich den Sprachen, den Naturwissenschaften, davon kennt ihr jetzt zum Beispiel schon Biologie, Arbeitslehre und dem künstlerisch-musischen Bereich. An der Käthe-Kollwitz-Schule werden aus den Sprachen Latein und Französisch angeboten. Naturwissenschaft, das eine Kombination von Themen aus Biologie, Chemie und Physik ist. Im Bereich Arbeitslehre wird das Fach Wirtschaftslehre angeboten. Und das Fach Darstellen und Gestalten, das Elemente aus Theater, Kunst, Musik, Sprache und Sport miteinander verbindet. Wichtiger Ausgangspunkt bei der Wahl sind eure Interessen. Wofür interessiert ihr euch? Was macht ihr gerne? Wo seid ihr neugierig? Lest ihr Bücher? Das ist ganz wichtig, dass ihr hier ein Fach wählen könnt, das euch besonders interessiert. Das ist nämlich auch eine gute Voraussetzung, dass ihr hinter dem Unterricht auch gut zurechtkommt. Grundsätzlich gilt, dass alle WP1-Fächer einen ähnlichen Anspruch haben und auch vergleichbar, dass Französisch auch nicht schwerer ist als Englisch zum Beispiel oder Naturwissenschaften nicht schwerer als Biologie. Grundsätzlich gilt, mit jeder Wahl könnt ihr später auch jeden Abschluss machen. Trotzdem gibt es an manchen Stellen taktische Überlegungen zu einer günstigen Wahl des WP1-Fachs. So, nun kommen wir zum eigentlichen Ablauf der Wahl. Das Ganze beginnt, nachdem ihr euch informiert habt, mit einer Vorwahl. Das heißt, ihr teilt euren Tutorinnen und Tutoren mit, was euer Erstwunsch und euer Zweitwunsch bei den Fächern ist. Der Zweitwunsch ist dann besonders interessant, falls es mit dem Erstwunsch aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte. In der gleichen Zeit geben eure Fachlehrerin und eure TutorInnen eine Empfehlung ab, zum Beispiel vom Fach Englisch für das Fach Französisch und Latein, vom Fach Biologie und Mathematik für das Fach Naturwissenschaften. Die wissen ungefähr, wie ihr in den Fächern zurechtkommt und die sagen dann, ja, es wäre gut, wenn ihr Naturwissenschaften wählen würdet, oder sie äußern Bedenken. Zur verbindlichen Wahl. Dafür sollt ihr, wenn ihr euch richtig informiert habt, mit euren Lehrerinnen und Lehrern über die Empfehlungen sprechen. Dann gebt ihr den verbindlichen Wahlbogen ab, mit dem ihr euch für eins der Fächer entscheidet. Die eigentliche Zuteilung treffen alle LehrerInnen des Jahrgangs gemeinsam. Neben den Wahlen muss hier beachtet werden, wie viele Plätze in den Fächern bereitstehen. Nach Möglichkeit wurden die Schätzungen schon in den Beratungsgesprächen berücksichtigt und jeder wird dem Wunschfach zugeteilt. In den Beratungsgesprächen mit den TutorInnen könnt ihr auch schon vorher erfahren, wie eng es mit den Plätzen wird und wie wahrscheinlich die Zuteilung zur Erstwahl ist. Spätestens auf dem Zeugnis ist das künftige WP1-Fach angegeben und es gilt nun vom 7. bis zum 10. Jahrgang. So, und nun viel Erfolg bei der Wahl. Ich wünsche allen, dass sie ein Fach bekommen, in dem sie gerne und gut lernen.
Für besondere Fragen schreiben Sie gerne eine Mail an bernhard.marx@kks.schulen-lev.de.